Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute geht's rein in die Lizenzprüfungen mal wieder. Ich hatte mir gedacht, ich mache einen kleinen Rerun. Da hat sich ja anscheinend auch ein bisschen was physikseits geändert und die Zeiten wurden wohl auch angepasst. Und Miyazono leitet uns hier so ein bisschen durch das Time Trial hier in Trial Mountain. Ich sag so oft Time Trial jetzt, weil wir auch jetzt mittlerweile die Time Trial Online-Geschichten haben. Im Prinzip ist es ja auch eine Time Trial, ne? Also Zeitfahren oder Zeitherausforderung. So, gucken wir mal, wie wir hier klarkommen mit der S6-Lizenzprüfung. Der Shelby fährt sich sehr gut. Hier kann ich wahrscheinlich deutlich schneller rein. Der ist beim Beschleunigen nicht so unruhig wie zum Beispiel so eine Corvette. Ich weiß auch, dass ich in Trial Mountain mal, ich glaube, eine Corvette gefahren bin. Die war recht unruhig. Ich habe mich da echt schwer getan. Dachte mir, was ist da los? Und dann hieß es ja, Dave, was erwartest du von Muscle Cars? Mit viel Leistung und wenig Grip. Stell doch die TC hoch. Oh, das Ding zieht aber auch. Ja, schön bergauf, noch auf 250 hoch. Okay, da musste ich jetzt ein bisschen kurz aufpassen. Bis 116 km/h kann man hier im zweiten fahren ungefähr. 120 wahrscheinlich auch noch, aber ich hätte jetzt gesagt, den zweiten kannst du wahrscheinlich eh nur in der Schikane hier nutzen. Ansonsten forget it. Der dritte scheint mir ein bisschen besser zu sein. Alright. Erster Versuch wird, glaube ich, noch nicht Gold. Nö, aber wir sind auch nur 2 Sekunden davon entfernt. Das war auch jetzt ein ziemlich safer Run einfach nur. Okay, den Gang doch nicht ganz so lang ausfahren. So, hier viel schneller durch. Gasklippen auch nicht so schlimm. Das sieht schon deutlich besser aus. Bremsen. Im dritten bleiben. Oh! Übelster Quersteher. Ich fahr trotzdem aber weiter. Mal schauen. Alter. Nein! Oh Gott! Alter, diese kleine Unaufmerksamkeit, nach der ich dann einfach an den Dings komme, an die Wand komme. Na super. Ah, okay. Das war ein Off-Track. Schade. Ich will die ganze Zeit meine Sitzposition anpassen. Mache ich nach dem Video. Okay, wenn man ans Limit geht, wird er auch ein bisschen biestiger. Aber passt schon. Wir kriegen das hin. Thank you.
Okay. Man sollte die Gänge nicht ausfahren, merke ich gerade. Das Auto ist im fünften so viel schneller als im vierten. Das ist ja der Wahnsinn. Also nicht bei der Topspeed, das ist ja klar, dass der fünfte länger übersetzt ist, aber in Sachen Beschleunigung. Shortshift in den dritten. Ja, hilft auf jeden Fall. Eine Sache interessiert mich noch. Also ich bin jetzt zwar bei Gold, aber ich mache noch einen Run. Weil das finde ich jetzt wirklich spannend. Was passiert, wenn ich wirklich direkt in den fünften gehe? Ja, schaut mal. Also klar, im Moment des Schaltens verlierst du zwar einen Moment Zeit. Da bist du mal wirklich einen Ticken für den Moment dann langsamer. Aber halt nicht langfristig, weil wenn du später schaltest, musst du ja trotzdem schalten. Und in genau dem Moment ziehst du halt hier vorbei sogar. Diese Geraden will ich mal testen. So, bergab. Wir entfernen uns immer weiter von dem Punkt. So, ja, aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh in den fünften gegangen. Ich finde es spannend. Normalerweise ist es so, wenn der empfohlene Gang, der rote Gang, blinkt, dann ist eigentlich schon zu spät zum Bremsen. In den früheren Spielen war es ein bisschen anders. Da konntest du deinen Bremspunkt ungefähr darauf auch anpassen, wann es anfängt zu blinken. So fängt an zu blinken, du fängst an zu bremsen. Aber hier ist es jetzt ein bisschen anders gewesen immer wieder. In Gran Turismo 7 hatte ich das Gefühl. Da musst du quasi, da weißt du, ey, wenn es jetzt anfängt zu blinken und du hast schon angefangen zu bremsen, dann war das ein guter Bremspunkt. Also in dem Moment, in dem du gebremst hast, wenn es da angefangen hat zu blinken, dann weißt du, okay, war gut gebremst, aber... Boah, noch eine gute Sekunde rausgeholt, krass. Ja, und wie gesagt, man kann sogar noch viel mehr Zeit rausholen mit dem optimalen Schaltzeitpunkt, würde ich behaupten. Ja gut, viel mehr ist jetzt auch ein bisschen hart gesagt. Ich denke, ein paar Zehntelchen gehen da jetzt auf jeden Fall noch. So, Super Formula. Das ist insofern auch spannend, weil ich damals gefahren bin, als man noch... Also das bin ich damals gefahren, als du noch Dings machen konntest. Als du noch aktiv das Push-to-Pass nutzen konntest. Ja, das ist jetzt weg. Okay, erster Run. Ah, okay. Ich glaube, diese Rechtskurve ist unter anderem eine der Schlüsselstellen. Wenn du da schnell durchkommst... Ich mach mal einen Safety Run. Nun. Alright. Alter!
come on. Okay, ich halte das Lenkrad gerade. Ich kann so viel später noch bremsen, ist der Wahnsinn. Ich glaube, da kann man safe voll durch. Da ich nie so viel Practice... Oh, hier kann man auch safe voll durch. Ja. Da ich nie so super viel Praxis mit einem Auto in dem Spiel sammle und das dann auch als Fundament nutze, um darauf aufzubauen in den nächsten Runs, werde ich das wahrscheinlich nicht häufig schaffen. Die Fine Force Feedback-Effekte sind bei mir jetzt wieder weg. Das hatte ich schon einmal und jetzt habe ich es nochmal. Das ist ein bisschen komisch. 1,81. Bin gar nicht so weit weg von der Zielzeit. Krass. Okay, dann muss ich jetzt mit weniger Force Feedback irgendwie klarkommen. Das ist ein bisschen schade, weil dieses Gerüttel, womit du den Boden spürst, mehr spürst, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, jetzt ist es halt super dull. Ich probiere das mal gerade neu zu starten. Das ist mir jetzt zum zweiten Mal insgesamt passiert. Ich nutze das Lenkrad ja jetzt schon seit über einem halben Jahr, aber ist irgendwie komisch. Mittlerweile fast ein Jahr, krass. Das ist letztes Jahr, glaube ich, im Oktober gewesen, dass ich die Review aufgenommen habe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ändert sich das oder muss ich das Spiel neu starten dafür? Nee, ich glaube, ich hab... Ja. Nee, nicht 100%. Nicht perfekt. In Corkscrew ist eine Sache wichtig. Das habe ich beim ersten Run besser gemacht als jetzt. Früh aufs Gas gehen ist wichtiger als schnell reinfahren. Okay, das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Heureka, Alter. Läuft. Kann man mal machen. So, wir speichern mal die Wiederholung. Und ich mache mal Folgendes. Ich starte mal kurz meine PlayStation neu. Ich denke mal, wenn wir alles restarten, ist gut. Dann gehen wir weiter mit dem Pagani Sonder R in Interlagos. Ein Restart später gehen wir jetzt rein. Let's go. Und ich hoffe, dass alles jetzt super passt. 1,31,5 muss man hier fahren mit dem Pagani Sonder R. Sehr geiles Auto. Jetzt, na jetzt spüre ich es auf jeden Fall wieder. Ah, jetzt ist alles wieder da. Sehr schön. Okay, auf jeden Fall schon mal einen falschen Bremspunkt gewählt. Meter. Oh, Tick zu spät, glaube ich. Alter! Wie untersteuert ist der denn? Bro, was war das denn? Ist der wirklich so untersteuert oder habe ich gerade irgendwas falsch gemacht? Das war noch gültig.
Ich liebe die Track-Doubles von Gran Turismo, lol. Das könnte direkt eigentlich eine sehr gute Runde werden. Mit Sicherheit kann man hier und da noch mehr auf die Curbs. Vielleicht auch teilweise übertrieben viel auf die Curbs. Beziehungsweise neben die weiße Linie. Werde ich mal jetzt nicht abusen. Weil ich es auch nicht weiß, wo die Track Limits genau liegen. Möchte jetzt nicht dann 10 extra Versuche noch machen. Wenn dieser Versuch vielleicht auch schon reicht. Ich glaube ehrlich gesagt so ein bisschen dran, weil das war eine sehr saubere, geordnete Runde. First Try Gold. Ja gut. Ich habe ein paar Fehlversuche am Anfang gehabt mit Kurve 1. Zählen wir das noch als First Try? Keine Ahnung. Ist auch egal. Brauche ich eh nicht unbedingt fürs Ego, weil, naja, ob es jetzt First Try, Second Try oder so war, interessiert ja nicht. Oh Gott, ich bin gespannt auf den Porsche gleich. Eieiei. So, erstmal Deep Forest. In meiner Erinnerung auch nicht so schwer, tatsächlich. Bremsen wir hier. Curb-Anfang. Ja, das ist eigentlich auch eine ordentliche Runde. Ich glaube, da ist Optimierungsbedarf. Also egal, was ich fahre, ich glaube, im zweiten Versuch sollte locker noch eine halbe bis eine Sekunde drin sein. Vielleicht sogar noch mehr, aber... Ah, ärgerlich. 2 Zehntel muss ich noch verbessern. Ah. Ja gut. Wenn ich das jetzt Second Try schaffe, haben wir dann vor 20 Minuten 4 der Dings erledigt. Lizenzprüfung. Boah, das war nicht gut, aber trotzdem schneller als eben. Was? Ja, hier kann man nochmal schneller durch, weil das Auto hat... Also ich habe den LMP... den ich vor kurzem hier mal gefahren bin, bei diesen olympischen Events, als Referenz genommen für wie meine Inputs sein sollten. Das Ding ist, so ein LMP-Bolide ist halt natürlich nochmal krasser in Sachen Beschleunigung, gemessen an der Aero, die er bietet. Ich meine, klar, LMP-Autos haben eine massiv krasse Aero, aber die haben halt auch eben eine super krasse Beschleunigung. Und der hier hat eine enorme Aero für seine Speed. Aber dafür ist halt die Leistung nicht so heftig, also die Beschleunigung. Daher kannst du mit dem ein bisschen auch pushen, wo der LMP vielleicht eher nur zum Liften gut wäre oder so. Kannst auch spätere Bremspunkte nehmen und so. Ja, das ist... entspanntes Second Try Gold. Kann man mal machen. So, ich weiß noch, dass damals so ein bisschen auch hin und her diskutiert wurde, weil ich die S-Lizenz erst im Stream gemacht hatte und dann für das alles auf Gold-Format. Wir machen erstmal kurz das Roulette-Ticket auf, während ich erzähle.
Das hat natürlich dazu geführt, dass ich gewisse Vorkenntnisse hatte für das Thema, wie man mit dem Porsche da fahren soll. Und dann habe ich tatsächlich First Try für die Dingsaufnahme, First Try für die YouTube-Aufnahme, für Alles auf Gold, habe ich First Try dann das Porsche-Event auf Gold bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark hat das davor im Streamspielen da reingespielt, dass es so schnell ging? Natürlich hat das seinen Effekt gehabt. Wenn ich jetzt sagen würde, nö, das hat mich in keiner Weise beeinflusst, das wäre gelogen, safe. Aber jetzt sehen wir quasi, wie gehe ich jetzt hier ran, wenn ich komplett die Erinnerung daran verloren habe, also zu 90%+. Wie sieht's jetzt aus? Probieren wir's. Wird es vielleicht sogar First Try? Das wäre absolut heftig. Mal schauen. Da rechts war es kurz nass. Let's go. Hier ist ja wirklich komplett trocken. Ist ja wirklich komplett trocken hier gerade die ganze Zeit. Was ist los? War das nicht nasser auf der Strecke? Bremst die ganze Zeit auch vorsichtiger und so, weil ich Sorge habe, dass hier eventuell irgendwelche nassen Stellen sind beim Anbremsen, auf die ich aufpassen muss, aber da ist nichts. Okay, ich weiß aber, dass im Blanchiment alles so müsse rutschig wird. Ja. Okay. Okay. Ja gut, aber jetzt habe ich die Vorkenntnis quasi bis dahin voll durchpushen. Bis dahin ist fast alles trocken. Und zwar komplett trocken. Oh oh. Ja gut. Dritter Versuch. Ui! Vierter Versuch. Bist du denn weit rausgekommen auf den Curb? Wollte ich nicht. Warum bin ich so schlecht? Ist jetzt der fünfte? Ich glaube der fünfte. Was mache ich denn? Jetzt aber.
Weiß nicht, ob der Downshift in den dritten Sinn ergeben hat, aber... Ich hatte das Gefühl, viel zu untertourig zu sein im ersten Versuch da. Bei untertourig ist, glaube ich, mit dem Auto keine schlechte Sache. Weil Gangwechsel kosten hier, glaube ich, auch enorm viel Zeit. Aber hier sieht man halt sehr schön, wo die Grenzen sind, wo es nass ist und wo es trocken ist. Irgendwie das Gefühl, dass es hier trockener allgemein ist auf der Strecke. Ich meine, dass man da viel mehr feuchte Stellen hatte auf der Strecke. Das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Nein! Selbst hier ist es jetzt komplett trocken. Was ist hier los? Okay, 2:27.3. Ich weiß Bescheid. Wurde die Zeit ein bisschen nach unten gedrückt? Es kann ja sein, dass die Strecke allgemein trockener ist, dass man dafür aber jetzt schneller fahren muss, weil ich weiß nicht, ob ich damals so 2:25.0 unterboten hatte, ehrlich gesagt. I don't know. Gucken wir mal. Kam ich jetzt nicht mehr raus. Wenn ich ja gelenkt hätte, hätte es mich von Anfang an weggerissen. Ah, meine Güte. Okay, let's go. Ach, come on. Meine Güte. Eine Sache möchte ich aber noch zu dieser Diskussion ergänzen, dass ich da das im Stream schon mal vorab probiert habe. Ich meine, dass ich das im Video aber auch dazu gesagt habe. Ich glaube, das haben manche aber nicht mitbekommen. Weil bei YouTube-Videos wird ja auch gerne mal ein bisschen durchgeskippt. Ah! Ja, Dave, das ist nass. Denk doch dran. Das ist schon mal ein bisschen besser als vorhin. Nein! Nein! Mann, ey!
Oh mein Gott. Jetzt will ich aber auch zu viel. Meine Güte. Okay, komm. Jetzt machen wir's. Ui, das war gut. Okay, das war, glaube ich, der... Ich schalte mal kurz in den dritten Runter-Modus. Hier im dritten war, glaube ich, auch recht langsam. Oh nein, Mann, da war's nass. Bin so doof. Okay, jetzt. Rechts ist nicht mal eine Pfütze gewesen, okay. Wo ist mein Ghost? Ich sehe ihn nicht. Ach, da hinten. Die ganze Zeit auf die Minimap geguckt. Okay, Fokus. Perfekt. Nein! Alter, das sind immer noch 6 Zehntel, die fehlen. Eieieiei. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass die Zeit definitiv nach unten gedrückt wurde. Das kannst du mir nicht erklären, dass mit der 2.25.6 da noch kein Gold dastand, dagestanden wäre damals. Oh Mann. Sachbeschädigung in sehr, sehr hoher Höhe.
glaube halt, dass ich auch in dem Porsche allgemein nicht so gut bin, aber... Kann ich mich jetzt auch täuschen? Oh mein Gott, ich glaube, das Schwierige für mich ist halt auch eher das Auto in dem Bereich, wo es trocken ist, schnell zu bewegen, statt da, wo es nass ist, wirklich Pace rauszuquetschen. Oh mein Gott. Wow. Okay, krass. Also jetzt bin ich auf dem Rest der Runde viel mehr ans Limit gegangen. So, wieder Fokus. Nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Bin so doof. Nein, 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 nein. Ja, mein Gedanke ist halt... die Trockenlinie erreichst du, wenn du auf der linken Seite bleibst, anfangs, nach der Haarnadel, früher. Und deswegen versuche ich da auch weiter links zu bleiben. Aber es war zu weit links, da bin ich auf den Curb gekommen. Ja, da kann ich jetzt hier viel früher beschleunigen. Das hat mir vorhin hier einen riesen Vorteil gebracht. Jetzt bin ich da nicht so gut durchgekommen, deswegen hat es mir jetzt nicht einen ganz so großen Vorteil gebracht, aber... Oh Mann, zu schnell rein. Okay. Ganz entspannt, Dave. Du kriegst das hin. Schade. Nein! Nein! Oh Mann, ey! I am stupid! Okay, jetzt. Mal so eine kommentierte Runde. Okay, probieren wir es jetzt mit dem Commentary. Also, Usa. Werte Damen und Herren, wichtig. Den dritten Gang ganz gut ausfahren. Muss ich eigentlich in den vierten? Not really. Erster Gang. Zweiter direkt.
Hier weit links bleiben. Nicht zu weit, Dave. Schön raus beschleunigen. So, hier mittig halten. Links voll über den Curb räubern. Rechts an den Curb ran. Links, wenn ich über den Curb fahre, dann vorsichtig. Lenkrad gerade aushalten. Oh, oh, doch, da ist eine Pfütze. Mann, ich wusste es doch. Mann, ich wusste es doch. Es war auch so unnötig, da so nah an, an die Streckenbegrenzung ranzufahren. Aber ich dachte mir, da war keine Pfütze. So. Ab in den ersten. Shortshifter den zweiten. Was weiter links bleiben. Draufstempeln. Vom dritten in den vierten. Links über den Curb. Rechts an den Curb. Oh, wir sind links den Curb mitgenommen, aber alles okay. Vollgas, jetzt. Ich mach das gerade für mich selbst, ne? Das Kommentieren, damit ich da fokussiert bin auf die Sache. So, beim 150 Meter Schild bremsen. War zu spät. Na, Mann. Oh, das kann doch nicht sein. Okay, nochmal. Kurz vom 100 Meter Schild bremsen. Drei Gänge runter. Einer hoch. Weiter links halten. Früh Gas geben können. So, links über den Curb. Rechts an den Curb. Vorsicht, gerade halten. Vollgas. Sieht gut aus. So. Jetzt bis ans Ende der Gerade pushen. So, hier in der Kurve schon in den dritten. Nein, 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 nein! Och Mensch, Alter. Warum bin ich da an den Curb gekommen? Ich Idiot. So. Hilft nicht. Hilft sonst eigentlich häufig, aber... Jetzt bin ich mal ruhig. Bisschen. Das war sehr gut. Das war ordentlich. Nicht die Pfütze mitnehmen. Ab auf die Geraden. Gerade. Ist definitiv hier trockener geworden, glaube ich. Zweiter Gang. Das Problem ist, ich muss jetzt im Blanchiment abliefern, weil die Runde war jetzt nicht so eine Überfliegerrunde wie die vorhin, wo ich im Blanchiment dann abgeflogen bin. Jetzt. Verdammte Axt! Ey, Miyazono, Ruhe. Ich mach das jetzt. Und wenn es ein 50-Minuten-Video wird, das ist mir vollkommen egal. Und wenn wir eine Stunde hier dran sitzen, das ist mir auch egal. So. So, ich pushe jetzt hier voll rein.
Die zwei, drei Fehlversuche haben dafür gesorgt, dass ich dann viel langsamer gefahren bin. Was darf ich ja auch nicht wirklich machen. Let's go. Ach du Schre... Oh, Mann, ey. Na gut, das klassische, hey, ich fahre da ein bisschen weiter außen an, ist natürlich doof. Weil die Innenbahn ist... trocken dort. Okay. Das habe ich versiebt. Let's go. Jetzt aber. Sehr gut. Weiter geht's. Nein, 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 Mann, oh, warum? Warum? Oh. Ich habe damals definitiv auch im Stream nicht so lange gebraucht dafür, wie ich es jetzt brauche. Sehr gut. Das könnte sogar schon die 6/10 sein, die ich brauche. Nice.
War noch nicht so schwer. Easy! First try, cup up. Nein, schauen wir mal ganz kurz. 2.24.0, 2.18.4, ja, ja, ich weiß. Also da kann man echt richtig schnell fahren. Aber es scheinen auch einige E-Sportler zumindest das nicht mehr versucht zu haben, seit irgendwas hier resettet wurde. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier andere Leute auch schon irgendwie ähnliche Zeiten hatten. Jetzt muss ich aber mal unbedingt schauen, damit man das auch direkt im Video als Thema hat. Habe ich hier jetzt tatsächlich... Gibt's hier veränderte Zeiten? Dave, Gaming, alles auf Gold. So. Schauen. Aha, der Endboss. Mit 2.25.9 war ich damals bei Gold. 2.26.0 musste man unterbieten. Ja, also, war die Zeit nicht so schwer. Ich werde mal angucken, wie das jetzt mit der Feuchtigkeit auf der Strecke war, weil ich meine, dass es viel feuchter hier und da auf der Strecke war. Nicht unbedingt an Stellen, wo es wirklich Zeit gekostet hat. Ich glaube zum Beispiel auf der Camel Strait war da war so eine Ideallinie und da, links und rechts davon war es immer ein bisschen feucht. Aber ja, I don't know. Verehrte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode. Ich meine, mich mal scheitern zu sehen, macht sicherlich auch mal Spaß. Wenn dem so ist, Däumchen dalassen, Abo dalassen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis demnächst. Tschö, tschö.